Die 42. Bundesemissionsschutzverordnung. Was bedeutet das für Kühltürme und Nassabscheider? In diesem Video erfahren Sie, welche gesetzlichen Bedingungen und Maßnahmen für Sie als Betreiber von Kühltürmen und Nassabscheidern jetzt einzuhalten sind. In Deutschland haben wir derzeit ca. 50.000 Verdunstungskühlanlagen. Dazu kommen unzählige Nassabscheider. All diese Anlagen bergen das Risiko, zur Quelle von Legionelleninfektionen zu werden. Denn das umlaufende Wasser in diesen Anlagen hat für das Legionellenwachstum eine optimale Temperatur und bietet ihnen ein reiches Nahrungsangebot. Gelangen diese Bakterien in größerer Zahl über Aerosole in die Umgebungsluft, kann es in einem Umkreis von über 10 Kilometern zu lebensbedrohlichen Infektionen mit Legionellen kommen. So geschehen bei den Legionellenausbrüchen aus Kühltürmen in Warstein 2013, in Jülich 2014 und in Bremen 2016 mit insgesamt 8 Toten. Um die Gefahr solcher Legionellenausbrüche zu minimieren, hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit die 42. Verordnung über Verdunstungskühlanlagen und Nassabscheider beschlossen. Diese Verordnung ist seit dem 19. August 2017 in Kraft und beinhaltet zahlreiche neue Pflichten und Vorgaben für Sie als Anlagenbetreiber. Wir möchten Ihnen hier diese gesetzliche Verordnung etwas genauer vorstellen, denn sie ist nicht nur eine Richtlinie, sondern muss von Ihnen zwingend umgesetzt und dokumentiert werden. Die 42. Bundesemissionsschutzverordnung. Die konkreten Punkte Schritt für Schritt erklären. Diese Verordnung beinhaltet konkrete Vorgaben für einen hygienisch einwandfreien Betrieb von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern. Diese Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Verunreinigungen des Nutzwassers durch Mikroorganismen maximal vermieden werden. Die 4 Grundpfeiler, damit Sie Ihre Anlage sicher und reibungslos betreiben können. Erstens, die behördliche Meldepflicht. Zunächst einmal gibt es mit der 42. Bundesemissionsschutzverordnung für alle neuen und bestehenden Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider eine behördliche Meldepflicht. Dazu ist eine Registrierung im Kataster, kurz KAVKA, erforderlich. Das können Sie bequem online erledigen unter www.kavka.bund.de. Hierbei werden Angaben zum Standort und zum Betreiber der Anlage an die zuständige Behörde übermittelt. Im Falle eines Legionellenausbruchs können die lokalen Behörden so den Austragungsort schneller und effektiver lokalisieren. Das ist immens wichtig. Denn im Ernstfall zählt jede Stunde. Und nur wenn die Ausbruchsquellen schnell identifiziert werden, können die Betreiber zum Handeln, zum Beispiel mit gezielter Biozidgabe, aufgefordert werden. Wenn Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen, stehen wir gerne mit unserer langjährigen Erfahrung an Ihrer Seite. Zweitens, erstellen einer Gefährdungsbeurteilung. Bereits vor Inbetriebnahme der Anlage muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Sie besteht aus einer Risikoanalyse, einer Risikobewertung, einem Maßnahmenplan und einer Dokumentation. Es werden zuerst alle Gefährdungen identifiziert. Danach wird das Risiko hinsichtlich des potenziellen Schadensausmaßes und der Eintrittswahrscheinlichkeit für die Gefährdungen betrachtet und entsprechend priorisiert. Anschließend wird ein passender Maßnahmenplan für die Anlage erstellt. Dazu müssen alle erforderlichen Parameter erfasst und jeder einzelne Schritt in einer Dokumentation aufgezeichnet werden. Auch hierbei helfen wir Ihnen gerne, die richtigen Vorgaben zu erfüllen. Dazu sollten Sie als Anlagenbetreiber Folgendes wissen. Die Gefährdungsbeurteilung darf nur durch hygienisch fachkundiges Personal durchgeführt werden. Das heißt, diese Person muss Schulungen nach VDI 2047 Blatt 2 oder VDI 6022 Blatt 4 absolviert haben und die Prüfung zur hygienisch-fachkundigen Person gemäß 42. BIMSCH erfolgreich bestanden haben. Daneben muss diese Person natürlich auch umfassende Kenntnisse über die Anlagentechnik sowie Vor-Ort-Kenntnisse besitzen.
Drittens, regelmäßige Laboruntersuchungen und die Dokumentation im Betriebstagebuch. Eine weitere Pflicht für Sie als Anlagenbetreiber sind regelmäßige Laboruntersuchungen und das Überprüfen der Anlage durch Sachverständige oder akkreditierte Inspektionsstellen Typ A alle 5 Jahre. Dabei verlangt der Gesetzgeber auch das manuelle oder digitale Führen eines Betriebstagebuchs. Es umfasst alle mikrobiologischen Befunde, die 2-wöchigen betriebsinternen Selbstkontrollen und die betriebstechnischen Daten des Kühlsystems. Dazu gehören neben den regelmäßigen chemischen Analysen der Referenzwert der allgemeinen Koloniezahl, die Überschreitungen der Prüf- und Maßnahmewerte, getroffene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Kühlwasserhygiene sowie Zustandsänderungen im Kühlsystem und die Zugabe von Bioziden. Dieses Betriebstagebuch muss sowohl der zuständigen Behörde als auch im Rahmen der Überprüfung den zuständigen Sachverständigen jederzeit auf Verlangen vorgelegt werden können. Viertens, Schulungen des Personals. Jeder, der direkt mit dem Betrieb der Anlage zu tun hat, braucht eine Schulung nach VDI MT 2047 Blatt 4, VDI 6022 oder VDI 3679. Damit qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter zur hygienisch fachkundigen Person und das ist Voraussetzung für die Umsetzung der 42. BIMSCH. Jährlich enden in Deutschland rund 3000 Legionelleninfektionen tödlich. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Anlagen die gesetzlichen Vorschriften der 42. Bundesemissionsschutzverordnung erfüllen. Denn nur so lässt sich die Gefahr von tödlichen Legionelleninfektionen nachhaltig verhindern. Die Aqua Concept betreut seit rund 30 Jahren Anlagenbetreiber aus ganz Europa. Wir möchten auch Ihnen bei der Umsetzung der 42. Bundesemissionsschutzverordnung als zuverlässiger Partner zur Seite stehen. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben. www.aqua-konzept-gmbh.eu